Wir stehen jetzt vor der Qual der Wahl. Helfen wir den Alps oder zerstören wir die Alps? Naja, wir müssen beides machen. Also wir haben einerseits die Quest Reinheit des Elex, da müssen wir die Alps vor den Sky Ends retten. Und wir haben hier auch noch, ja, Tavar, die Berserker vor den Alps retten. Ja, so ein bisschen zwiegespalten sind wir da schon. Aber wir retten zuerst einmal die Alps. Und zwar Ekrom zuliebe. Und danach können wir guten Gewissens auch ein paar Alps abschlachten. Also, wir gehen einmal hier hin und sprechen mit Ekrom, wie und wobei wir ihm überhaupt helfen können. Hohe Elex-Konzentration in der Region gemessen. Abbau empfohlen. Halt! Fremde haben hier nichts zu... Bist du etwa Jax? Du bist hier mehr als unerwünscht. Raus hier! Keinen Schritt weiter. Erkläre dich. Was machst du? Moment mal. Sag mir, Fremder, wie heißt du? Mein Name ist Jax. Mein Name ist Jax. Dann habe ich mich doch nicht getäuscht. Erstaunlich. Ich habe Gerüchte gehört, du wärst tot. Stimmt es, dass du damals den Hybriden mit bloßen Händen besiegt hast? Ja, er hatte keine Chance. Ja, er hatte keine Chance. Ich habe von deiner Effizienz gehört, aber dem Hybriden ohne Waffe entgegenzutreten? Erstaunlich. Mein Name ist übrigens Radik. Ich bin sicher, Azog will wissen, dass du hier bist. Ich will eigentlich zu Ekrom. Aber erzähl mir mal, wer Azog ist. Wer soll das sein? Das erzählt er dir sicher selbst. Es hat sich einiges geändert, seit das Depot gegründet wurde. Komm mit, ich führe dich herum. Deine Drohne scheint damit nicht einverstanden zu sein. Er hat Angst davor, dass ihr sein System neu aufsetzen wollt. Das wird nicht passieren. Wir konzentrieren uns auf ganz andere Dinge. Gehen wir? Ja, eine Führung könnte nicht schaden. Eine Führung kann nicht schaden. Dann mal los. Folge mir. Hast du vor, hier zu bleiben? Wir werden sehen. Warum? Die Sache ist die, du bist nicht unbedingt beliebt hier. Es gibt viele unter uns, die dich tot sehen wollen. Für das, was du mit dem Hybriden gemacht hast. Apropos tot sehen. Wir haben Glück. Für heute ist eine Exekution anberaumt. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Das Urteil wurde gesprochen. Ein Effizienzmangel wurde zweifelsfrei nachgewiesen. Und der Angeklagte hat das Urteil angenommen. Exekutiert den Schuldigen. Gute Arbeit. Ihr kennt das Prozedere. Bezieht eure Posten, sobald ihr alles erledigt habt. Ich habe mich schon gefragt, wie lange sie ihm sein Verhalten noch durchgehen lassen. Als nächstes gehen wir zu unserer Forschungseinrichtung. Wie? Das war's jetzt? Er wurde einfach so getötet? Seine Ineffizienz hat sein Schicksal besiegelt. Was waren seine Verbrechen? Wer gegen die Direktive verstößt, wird hingerichtet. So einfach ist das. Es scheint dich zu schockieren. Du müsstest die Direktive und ihre Folgen doch noch kennen. Ja, aber das heißt nicht, dass wir nicht mittlerweile menschlicher geworden sind. Das heißt nicht, dass ich sie gut finde. Ist das Mitleid in deiner Stimme? Interessant. Ich habe gehört, dass du deinen Emotionen angeblich freien Lauf lässt. Lass uns beim Laufen weiter darüber reden. Glaub nicht, dass wir keine Emotionen hätten. Wir mussten einsehen, dass totale Emotionslosigkeit nicht die Lösung für unsere evolutionäre Entwicklung sein kann. Sie hat uns blind gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass jemand wie du uns beinahe zu Fall bringen konnte. Deswegen bekommt jeder nur noch so viel Elex, wie er braucht, um seine Arbeit möglichst effektiv erledigen zu können. Wir stehen jetzt vor dem Rechen- und Forschungszentrum. Hier wird unter anderem der optimale Elex-Konsum berechnet. Was ist denn die optimale Menge?
Das hängt von deiner Aufgabe ab. Ein Taktiker, der keine Angst um seine Truppen hat, ist unter Umständen kein guter Taktiker. Auf der anderen Seite ist eine Wache, die Angst zu töten hat, keine gute Wache. Der Mittelweg scheint eine gute Wahl zu sein. Ja, da haben sich die Alps deutlich verändert. Einst, ja, die emotionslosen Tötungsmaschinen. Mittlerweile sehen sie oder erkennen sie, dass Emotionen zum Teil auch mal effizient sein können. Ihr versucht also, Emotionen nur dort zu unterdrücken, wo sie hinderlich sind? Richtig. Das sind unsere neuen Regeln des Elex-Konsums. Und eben für diese Berechnungen ist diese Forschungseinrichtung gut. Wenn du keine Fragen mehr hast, habe ich dir jetzt noch etwas anderes zu zeigen. Ein Experiment, das wir aktuell durchführen. Folge mir. Okay. Du hast von einem Experiment geredet. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wir versuchen, Kinder zu züchten, die... Moment mal, was tut ihr? Wir erschaffen eine neue Generation rational denkender Taktiker. Ich hoffe, dass das ein Scherz war. Lass uns mal ein bisschen in den Unterricht reinhören. Vielleicht können wir noch was lernen. Ich glaube nicht, dass es ein Scherz war. Aber es hört sich echt ekelhaft an. Die Lektion vom letzten Mal dürfte euch noch im Gedächtnis sein. Wir werden heute das Gleiche erneut versuchen. Hinsetzen. Gut. Und jetzt denkt daran, was wir gestern gelernt haben. Konzentriert euch. Frau Lehrerin, ich... Wie oft noch, Makar? Keine Zwischenfragen. Fühlt, wie die Emotionen euren Körper durchfluten. Denkt an die Strafe von letzter Woche. Spürt die Wut, die sie erzeugt hat. Wenn sie euch zu übermannen droht, versucht die Rechenaufgabe zu lösen, die wir gestern besprochen haben. Konntet ihr die Wut erzeugen? Und wenn ja, will ich die Lösung der Aufgabe von euch wissen. Wenn nicht, werden wir die Strafe von letzter Woche wiederholen. Ineffizienz wird nicht toleriert. Übt das zu Hause. Nächstes Mal will ich einen dreiseitigen Bericht über eure emotionale Stabilität lesen. Besonders von dir, Makar. Bei dir machen wir uns ein wenig Sorgen, also streng dich mehr an. Sehr wohl, Frau Lehrerin. Gut, ihr dürft jetzt gehen. Wie du siehst, geht es den Kindern hier sehr gut. Die Elex-Experimente scheinen gut zu verlaufen. Okay, ich bin ein bisschen schockiert von dem, was ich hier sehen musste. Elex-Experimente an Kindern. Also, da ich sprachlos bin, lasse ich Jax mal reden. Ihr gebt den Kindern Elex? Nein, im Gegenteil. Wir experimentieren damit, den Kindern kein Elex zu geben. Wir lehren sie, logisch und präzise zu denken, ohne den Einsatz von Elex. Wir Alps haben nie gelernt, mit Emotionen umzugehen. Ohne das Elex sind viele von uns ihren eigenen Gefühlen schutzlos ausgeliefert. Dies versuchen wir bei den Kindern zu verhindern. Den Kindern wird der Umgang mit Emotionen beigebracht, ohne dabei ihr effizientes Denken zu vernachlässigen. Ohne Elex sind sie doch nichts anderes als normale Menschen, oder nicht? Nein. Sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, werden sie, wie alle anderen, ihre täglichen Elex-Rationen bekommen. Unseren Berechnungen zufolge sollten emotional gefestigte Alps mit dem Zugang zu Elex die nächste Evolutionsstufe erreichen können. Die nächste Evolutionsstufe? Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Das klingt barbarisch. An Kindern sollte nicht experimentiert werden. Das Ergebnis wird es wert sein. Außerdem haben wir Beweise, dass es funktionieren kann. Die wären? Dich. Du warst ein Alp und hast es geschafft, deine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Wir vermuten, dass es dir nur deswegen möglich war, dem Hybriden die Stirn zu bieten.
Dieses Phänomen erforschen wir und versuchen es nachzustellen, um es zu perfektionieren. Aber wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du dich mit unseren Wissenschaftlern unterhalten. Lass uns weitergehen. Wir kommen gleich in den Sektor der Kollektoren. Sie sind dafür verantwortlich, Elex zu finden und in die Silos zu bringen. Keine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Okay. Die Kollektoren, die hier wohnen, brauchen nicht sehr effizient zu sein in ihrem Handeln. Was bedeutet, sie bekommen auch nur geringe Dosen Elex zugeteilt. Und das macht sie anfälliger für unkontrollierte Emotionsausbrüche. Wenn es nach mir geht, würden wir sie nicht im Depot wohnen lassen, sondern irgendwohin auslagern. Lass uns direkt weitergehen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Folge mir. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es hier hinten wesentlich ungeordneter zugeht als anderswo im Depot. Wir haben durchaus unsere Probleme mit den Kollektoren und ihrer Lebensweise. Wenn du nicht aufpasst, kann es sogar passieren, dass du bestohlen wirst. Sowas hätte es zur Zeit des Hybriden nicht gegeben. Ja. Jetzt glücklicherweise sind wir jetzt wieder raus aus dem Sektor der Kollektoren. Wir kommen jetzt in den der Soldaten. Hier geht es wesentlich geregelter zu. Da sie unter Umständen schwierige Entscheidungen treffen müssen, bekommen sie dementsprechend größere Rationen Elex. Hier wirst du dich auch mit ordentlichen Waffen eindecken können. Ihr erlaubt den Handel im Depot? Inzwischen ja. Durch den Handel ist es uns möglich, eine Art Belohnungssystem für effektives Handeln zu erschaffen. Wir bezahlen unsere Arbeiter mit Elixit. Und mit diesem Elixit können sie sich Dinge kaufen, um wiederum effektiver zu arbeiten. Dies scheint sie zu motivieren. Aber du kannst dir später alles anschauen. Jetzt bringe ich dich erstmal zu Azog. Komm. Dort oben ist der Bezirk der Agenten. Sie sind unser Mittel, die Kollektoren und alle anderen zu überwachen. Sicherzustellen, dass jeder seine Ration Elex einnimmt, dass keiner zu viel oder zu wenig nimmt. Sie achten darauf, dass keiner hier aus der Reihe fällt. Also es ist schon ziemlich cool gemacht. Aber auch sehr bedrückend. Mir gefällt das gar nicht, was aus den Alps geworden ist. Nicht, dass es mir gefallen hat, was sie einst waren, aber der neue Weg scheint mir auch nicht wirklich der richtige zu sein. Aus menschlicher Sicht zumindest. Was ich so spannend finde, ist, dass sie ja tatsächlich irgendwie eine Art Kult um unsere Person gebildet haben und uns dennoch so verachten. Ich hoffe, du konntest dir ein gutes Bild vom Depot machen und deine Rückkehr in unsere Reihen wird dir nicht allzu schwer fallen. Ich hatte nicht vor, mich euch anzuschließen. Ach so, das ist schade. Ich bin davon ausgegangen. Warum sonst solltest du wieder zu uns zurückkommen? Wir könnten deine Effizienz und dein Wissen über Emotionen gut gebrauchen. Aber dies ist deine Entscheidung. Ich muss zurück ans Tor. Möge Effizienz dein Handeln leiten. Vielen Dank. Ich glaube nicht, dass das den Alps gefallen würde. Was denn genau, Jax? Dass ich hier was klaue? Wir können mal mit ihm reden. Aber wir sind eigentlich für Ekrom hier. Du bist dieser Arzog, hm? Wer ist hier? Eine Wache. Und eine Kampfmaschine. Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkehrst. Was willst du hier? Die Umstände haben mich dazu gezwungen. Umstände ist eine wenig zutreffende Beschreibung für das, was da draußen vor sich geht. Wenn du aber willens bist, uns zu helfen, werde ich das nicht ablehnen. Du hast einiges an Wiedergutmachung zu leisten. Moment. Du schmeißt mich nicht raus? Was meine Leute von dir halten, überlasse ich ihnen. Aber durch dich haben wir den Wert von Emotionen erkannt und so unsere Effizienz gesteigert. Meine Neutralität dir gegenüber ist kein Freibrief.
Solange du dich hier aufhältst, haben meine Agenten die Anweisung, dich zu beobachten. Handelst du unseren Regeln zuwider, werde ich dich zur Rechenschaft ziehen. Okay, vielen Dank, Azog. Ich hoffe, du bist kein Schänder. Ach, das hier ist hier eine Glasscheibe? Ja? Das habe ich nicht gesehen. Okay, wir werden jetzt natürlich runtergehen und Azog, nein, Ekrom, einen Besuch abstatten. Also es ist schon ziemlich cool gemacht und auch sehr cool in Szene gesetzt. Aber man muss halt auch wirklich sagen, dass die Alps wirklich eine sehr grausame Art der Lebensweise haben, weil es so unmenschlich ist. Und gerade jetzt auch mit den Emotionen. Die Emotionen werden nicht auf menschliche Art und Weise integriert, sondern auf die unmenschlichste Art und Weise, wie man sich das nur vorstellen könnte. Nicht, dass das menschliche Handeln und die menschlichen Emotionen immer was Gutes wären. Aber es können gute Dinge daraus entstehen. Und hier entsteht nur Effizienz daraus. Ekrom. Wie ist die Lage? Was gibt es Neues über die Truppenbewegung des Skyns? Uns erreichte kürzlich die Nachricht, dass sich uns eine größere Anzahl ihrer Truppen nähert. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie nicht schon vor dem Depot in Stellung gegangen sind. Was sehen wir hier? Ein Überblick über das Depot. Doch in der Ferne lauern dort die Gefahren. Lauern dort die Skyens. Sie werden bald angreifen. Wir müssen uns auf ihren Ansturm vorbereiten. Oh ja, da sind sie. Und wir sehen keine Kuratoren, sondern... Du solltest mit ihnen verhandeln. Das habe ich schon versucht. Der Prinzipal, der diese Truppen anführt, hat ganz klar signalisiert, dass er nur an einer bedingungslosen Kapitulation interessiert ist. Er will unser Elex. Unnötig zu erwähnen, dass das für niemanden hier eine gangbare Option ist. Verständlich. Heißt das, dass die Alps jetzt aktiv am Krieg gegen die Skyens teilnehmen werden? Das wird nicht zu verhindern sein. Wir werden das Depot nicht kampflos aufgeben. Ich könnte versuchen, sie außerhalb des Depots zu stellen. Es würde uns sehr helfen, wenn es dir gelingen sollte, wenigstens ihre Zahl zu minimieren. Du hättest deine Leute nicht rausschicken sollen. Das war ein Fehler. Ich werde auf meinen Patrouillen durch Ignadon darüber sinnieren, was uns die Vorkommnisse der letzten Tage lehren wollen. Der Wankelmütige ist niemals so effektiv und vorbildlich wie der standhafte Soldat mit einem klaren Ziel vor Augen. Schon gut, ich hab's kapiert. Okay. Mir geht diese DNA-Replikation nicht aus dem Kopf. Wenn das alles wahr ist, wer oder was bin ich dann? Eine Art Klon? Stehe ich damit unter Dawkins Kontrolle? Und warum fühlt es sich nicht so an? Ich habe noch immer meinen freien Willen. Oder nicht? Naja, Jax. Probieren wir es mal aus. Lauf mal jetzt nach links. Und jetzt nach rechts. Und jetzt spring mal. Ja, freier Wille. Sieht anders aus, Jax. Aber es ist dennoch interessant, was die DNA-Replikation zu bedeuten hat. Ah!
Dieser Lagerraum ist Eigentum der Alps von Ignadon. Unbefugten ist der Zutritt streng untersagt. Du machst keine Gefangenen, oder? Wenn es um den Erhalt meiner Gemeinschaft geht, gibt es nur eine Direktive. Und du hast ganz eindeutig dagegen verstoßen. Okay, entspannen wir uns mal. Was tust du hier eigentlich? Ich bin Nyra. Ich habe die Aufsicht über unsere Bestände der Akkumulatoren. Verstehe. Du bist hier der Wachdienst? Wachdienst? Nein, das ist nicht ganz das, was ich hier tue. Moment mal, kenne ich dich nicht irgendwoher? Ja, allerdings. Wir hatten schon einmal das Vergnügen im Relikt der Kuppelstadt von Abessa. Ich war damals mit Abstand die beste Technikerin in dieser Siedlung der Kleriker, wenn du dich erinnerst. Damals gehörte ich noch zu den Separatisten. Doch das ist lange her und heute herrschen andere Regeln. Ah, das habe ich gemerkt. Wie kamst du hierher? Ich hatte damals als Separatistin meine Heimat verloren. Keine einfachen Zeiten für mich. Wie du weißt, habe ich für die Kleriker der Kuppelstadt als Technikerin gearbeitet und mich dafür bezahlen lassen. Ich habe getan, was ich musste, um zu überleben, auch wenn ich dabei oft gegen meine Überzeugung gehandelt habe. Diese Zeiten sind vorbei. Du bist sehr impulsiv für jemanden, der bei den Alps groß geworden ist. Ich gehöre wieder zu den Alps mit allen Konsequenzen. Mit ein, zwei Schlägen auf die Köpfe derer, die nicht so funktionieren, wie du es gerne hättest? Du weißt es besser als jeder andere hier, was der Entzug unseres Elex bewirken kann. Der innere Kampf gegen extreme Emotionen macht uns zuweilen schon mal schwer zu schaffen. Das ist wahr. Es muss ein Leben ohne das Elex geben. Nur so können wir unserer Sinne wieder Herr werden. Daher versuche ich, so oft ich es kann, unser Elex wieder abzusetzen. Solange ich dabei nicht in der Nähe bin. Ich muss weitermachen. Ich finde es auch interessant, dass die Alps eine Kooperation mit der Deutschen Bank haben, wenn ich mir hier dieses Fenster so anschaue. Das war zwar ganz nett mit Nyra, aber wir haben hier gerade... Hey, Jax! Hier drüben! Wo drüben? Hallo? Ah, du. Sieh einer an. Der große Commander. Oder sollte ich sagen Ex-Commander? Ich habe ein Angebot für dich. Wie sieht's aus? Wer bist du überhaupt? Ich bin jemand, der wie du mit Vorurteilen zu kämpfen hat. Stell dir vor, man wirft mir mangelnde Effizienz vor. Lächerlich. Aber dir die weiteren Hintergründe zu erklären, würde nur Zeit kosten. Kommen wir lieber auf mein Angebot zu sprechen. Ich glaube nicht, dass ich das annehmen möchte, aber wir lassen uns natürlich was von was anderem belehren, aber er sollte uns vielleicht erstmal sagen, wer er ist. Das hat Zeit. Erst will ich mir ein Bild von dir machen. Du weißt nicht, ob du mir... Wie heißt das Wort noch gleich? Vertrauen kannst. Vertrauen? Das war es. Exakt. Ob du mir vertrauen kannst. Absolut richtig. Ich wurde abgeordnet, Elex zu sammeln, wie die anderen Kollektoren auch. Im Gegensatz zu ihnen habe ich aber nicht vergessen, was unser aller Ziel ist. Leistungsmaximierung. Lass mich dir eine Frage stellen. Was ist die effektivste Methode, an Elex zu gelangen? Streichen wir das Geplänkel. Was wolltest du mir anbieten? Es ist so. Einige der anderen Kollektoren beliefern mich mit Elex, sodass ich mein Soll erfüllen kann. Du fragst dich jetzt sicher, warum sie das tun.
Was habe ich schon anzubieten, das sie dazu verleitet, auf einen Teil ihrer Ausbeute zu verzichten? Die Antwort ist einfach. Elex-Rationen. Aber mehr, als man ihnen aushändigt. Was unsere Führungsriege ihnen verweigert, wird von mir zur Verfügung gestellt. Um aber auch in Zukunft erfolgreich zu sein, benötige ich dich. Als Gegenleistung verkaufe ich dir Gegenstände, die du hier sonst nicht bekommen würdest. Als kleinen Bonus erkläre ich mich bereit, dir auch ein paar Dinge beizubringen. Sind wir im Geschäft? Okay, was hast du denn anzubieten? Was hast du anzubieten? Wir handeln erst, wenn du dich auf mein Angebot eingelassen hast. Naja, das Problem ist, er will Elex haben für besondere Gegenstände. Wir sind schon sehr gut ausgestattet. Das wäre zu Beginn der Kampagne, der epischen Reise, vielleicht besser gewesen. Du willst gehen. Aber... Nun, mein Angebot steht. Überleg es dir. Wir brauchen doch Elex. Wir brauchen noch Elex, um die letzten Attributspunkte zusammenzukratzen, um entsprechend in der Lage zu sein, unsere Feuermagie auf die höchste Stufe zu bringen. Da kann ich es mir nicht leisten, jetzt auf Elex zu verzichten. Hier, das sind viele Prinzipale. Ja. Nee, nur ein Prinzipal, der Rest sind Kuratoren. Ja, dann ist das doch machbar, würde ich sagen. Okay. Was machen wir hier für Schaden? Es geht so. So, es wäre, glaube ich, ganz interessant, wenn wir hier viele binden könnten. Und dann viele auf einmal dann entsprechend mit dem Feuerregen kaputt schießen können. Und das machen wir jetzt. Und hier ist auch der Prinzipal. Der ist schon mal tot. Ja, noch nicht ganz. Doch. Ja, er ist tot. Wir trinken mal einen starken Heiltrank. So, der Feuerriegen ist gleich vorbei. Hat aber schon eine Menge getötet. Wir können noch mal in den Feuerriegen reingehen. Der ist schon sehr stark. Also damit können wir wirklich viel anrichten. Gerade auch, wenn wir uns überlegen, wie schwer es uns einst gefallen ist, diese Kuratoren zu besiegen. Und wie einfach das jetzt einfach geworden ist. Das ist schon cool. Diese Soldaten haben versucht, das Depot zu erobern. Wenn die Skyans jetzt schon so in die offene Konfrontation gehen, haben wir nicht mehr viel Zeit. Und damit haben wir das tatsächlich schon erledigt. Das ist sehr, sehr cool. Da hinten ist noch so ein Monster. Das wäre natürlich auch eine klasse Möglichkeit, hier an ordentlich Elex ranzukommen. Wir könnten natürlich hier in der Eiswüste die ganzen Monster killen und würden dann natürlich eine ganze, ganze Menge Elex bekommen dafür. Und vielleicht machen wir das auch noch. Müssen wir mal schauen. Also Möglichkeiten an Elex zu kommen haben wir auf jeden Fall noch. Aber das werden wir, wie gesagt, dann in Attributspunkte bringen. Vielleicht in Lernpunkte, falls wir da merken, oh, wir bräuchten noch einen. Aber ich glaube, Lernpunkte sind wir ganz gut aufgestellt. Wir teleportieren uns nochmal rein oder brauchen wir mit Eckraum nicht mal mehr reden? Brauchen wir nicht mehr, aber ich würde es ganz gern tun. Ich meine, wir haben hier den Alps nicht nur unbeachtlich geholfen. Vielleicht kriegen wir da auch noch eine Belohnung für, auch wenn das der Questlog nicht vorsieht. Die Skyans vor dem Depot wurden zurückgeschlagen. Wirklich? Aber das ist... Nun dann hast du geschafft, wozu ich nicht in der Lage war. Beeindruckend. Eine Demonstration deiner Stärke und Effektivität. Ich tue, was ich tun muss. Du hast wahrhaftig nichts von der Größe verloren, für die du einst so bekannt gewesen warst. Gute Arbeit, Jax. Das Volk der Alps steht in deiner Schuld.
Bewahre dir deine Effektivität bis zu unserer nächsten Begegnung. Ich werde auf meinen Patrouillen durch Ignadon darüber sinnieren, was uns die Vorkommnisse der letzten Tage lehren wollen. Ja, mach das mal. Viel Erfolg dabei. Wir werden darüber sinnieren, wie wir am schnellsten wieder an Mana kommen, ohne einen Mana-Trank zu trinken. Und die Antwort ist so einfach wie lapidar. Wir müssen uns nur einmal hinlegen und schon wachen wir mit vollen Mana-Ständen wieder auf. Und das war auch unser kleiner Ausflug bei den Alps. In der nächsten Folge werden wir nämlich dann den Alps ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wir werden die Alps vernichten. Und jetzt? Jedenfalls jene, die es wagen, unser Standort bei den Berserkern anzugreifen. Seid dabei!